Hallo, ich grüße euch aus der Sonnenstube der Schweiz. Heute werde ich nicht über Klemmbausteine oder Lego erzählen, etwas indirekt schon, aber direkt ist es über zwei Bücher. Diese zwei Bücher haben mir geholfen, Mock zu bauen über Star Wars. Es sind zwei Bücher, die sehr viele Artbilder haben über zwei Filme. Die eine ist ein sehr schöner Film und das andere leider nicht so. Aber die Bilder von den Büchern sind einfach die extrem. Und das alles werde ich noch im Intro zeigen. So, meine lieben Freunde, heute werde ich nicht über Lego oder Klemmbaustein reden, also nicht direkt, sondern indirekt, weil diese zwei Bücher helfen sehr für Mocks zu bauen, besonders über Star Wars. Das sind zwei Bücher, die The Art of Rogue One zum Beispiel, und dann habe ich noch vom anderen. Diese beiden Bücher habe ich über Amazon bekommen, der von den USA. Und der aus Deutschland. Der ist Englisch und der ist ja auf Deutsch. Was Besondere ist, dass hier viele Zeichnungen und Artwork gibt, die ja im Film gar nicht vorkommen. Also Szenen und so Sachen, wo im Film entweder rausgeschnitten wurden oder überhaupt nie im Film gekommen sind. Und hier gibt es viel solcher Dings. Und ist auch schön zu lesen. Dieses Bücher. Es gibt auch einen Text, alles, was man da lesen kann. Aber momentan, ich kann leider, wie gesagt, nicht gut Englisch, deswegen habe ich das nie richtig durchgelesen. Das auf Deutsch habe ich ein bisschen durchgelesen. Und es ist wirklich interessant, was da drin steht. Wie gesagt, diese Bücher haben mir auch geholfen für zwei Mocks, die ich früher gemacht habe. Einen habe ich vom Rogue One und einen eben von diesen hier. Das war das Erwachen der Macht. Das ist vom Film her sehr schlecht gewesen, einer der schlechten Filme. Aber die Zeichnungen, aber die Artwork und besonders finde ich Sachen, die im Film nicht vorgekommen sind, sind hier drin. Zeichnungen und ich drehe das mal um. Das sind die zwei Bücher. Wie gesagt, das Englisch, das auf Deutsch steht hier. Und das Schöne ist, wenn man da hier wenn man das wegnimmt, gibt es hier wieder etwas anderes auf dem Deck vom Buch. So. Und hier genau das gleiche, hier ist sogar noch schöner gemacht. Hier der rasende Falke, der von den Jägern. TIE Fighter gefolgt werden. So, jetzt zeige ich mal vom ersten Buch. Also so. So sieht das am Anfang aus. Das sind ja die Protagonisten, die im Film dann vorkommen. Die sogenannte Group One, die Gruppe. Jetzt weiß ich leider die Namen nicht. Ich bin nicht so ein Star Wars Fan, wie viele von euch vielleicht schon sind. Ich kenne mich da weniger aus. Ich bin eher ein Star Trek Fan als Star Wars, aber ich schaue Star Wars auch gerne an. Besonders Rogue One hat mir sehr gut gefallen, der Film. Das sind eben solche Bilder, ja, ein Inhaltsverzeichnis, auch sehr schön gemacht. Auch solche, es ist alles gezeichnet. Keine Fotografien. Das ist ein Artwork. Hier das Gefängnis. Und eben für zum Beispiel, wenn man so etwas bauen will, in Lego
oder Klemmbausteine hilft so etwas eben sehr. Das ist Cariff Tower RL Expose Version 1A. Das ist die erste Version vom Tower da, wo sie eigentlich wollten herstellen. Später ist ja alles anders, sieht das ja vollkommen anders aus, als dass es da hier aussieht. Dann den Androiden, jetzt weiß ich leider auch nicht den Namen, ich vergesse immer die Namen. Dann eben das Landungsschiff. Das ist auch wirklich interessant, also sehr schön gemacht. Zum Teil, es ist alles gezeichnet. Hier auch. Also das ist wirklich schön. Und verschiedene Protagonisten hier drauf. Was eben zum Teil eben gar nicht im Film vorkommen. Ein paar Sachen natürlich schon vorgekommen sind. Auch hier Raumschiff. Und Moment, das auch. Hier zum Beispiel solche Bilder von verschiedenen Aliens, also Lebensformen. La Uma, das ist die Landschaft, also der Planet. Das ist, glaube ich, ganz am Anfang vom Film gewesen. Leider weiß ich nicht mehr so genau. Film. Das da ist jetzt eben natürlich vom Kopf unten. Der hier oben. So. Also sind wirklich sehr schöne Bilder. Und hier auch am Anfang vom Film, wo das Schiff ankommt. Und hier auch. Also ist wirklich sehr schön, ein Stormtrooper, die Helme, wenn man sieht, wie sie aussehen könnten, zum Teil also so ein Film gewesen sind und dann heute habe ich mit einer Schwierigkeit mit reden. So, ach, da auch Yavin 4, auch sehr schön. Jetzt, wenn man so etwas bauen will, auf einen Mock draus machen, das sieht man hier schön, wie diese Tempel aussehen, von außen. Dann hat es, glaube ich, auch von innen Bilder, ja, von der Innenbasis. Wenn man jetzt einen Mock von diesem Tempel bauen, kann man hier sehr schön Zeichnungen, und es gibt natürlich vieles mehr, also es ist sehr detailliert und sehr viele Bilder. Hier sieht man die Zeichnung von verschiedenen Raumschiffen, wie sie die Prototypen quasi sind, also die ersten Zeichnungen von Schiffen, die sie gemacht haben. Dann Millennium Ships. Also ist wirklich sehr, also sehr inspirierend für zum Beispiel zum Mock bauen oder solche Schiffe zu bauen. Eben viele dieser Raumschiffe sind gar nicht im Film vorgekommen, aber es sind alles Konzeptzeichnungen von verschiedenen Raumschiffen und die zum Teil im Film sind und dann im Film nicht drin vorkommen. Und natürlich sehr schön sind auch die Planeten, hier auch Computer, wie es aussehen könnte. Aha. Das, auch hier da. Jedi, um das die Sternzerstörer auf diese Stadt oberhalb fliegt. Da gibt es jetzt mehrere solche Bilder. Ah nein, das sind auch Fotos. Es sind nur nicht nur Zeichnungen, jetzt sehe ich da. Es gibt auch Fotos. Hier der Aufstieg. Aber es sind auch diese Tiere. Es ist wirklich ein sehr interessantes Buch. Und das ist alles nur über einen Film hier. Das da. Auch dort die Panzers, die verschiedenen Fahrzeuge. Ah, einfach extrem. Also
Ich habe das eben von einem YouTuber gesehen, der Solix Brick, ich glaube, der heißt Solix Bricks, ja. Der hat diese Bücher mal vorgestellt auf seinem Kanal. Und dann dachte ich, habe ich noch im Internet geschaut, ob sie auch hier in der Schweiz kauflich erwerben gibt. In der Schweiz nicht. Aber auf Amazon gab es sie. Und das Problem ist immer mit Amazon und Schweiz, es ist nicht so einfach. Aber ich habe Glück gehabt, besonders über diese zwei Bücher. Der ist direkt aus USA gekommen, während der andere aus Deutschland. Das andere Buch. Aber wirklich, das ist. Jetzt also finde ich auch wunderschön, die Bilder. Und eben für einen, der Mock bauen will, oder? Ist das eine Goldgrube quasi. Weil hier zeigt man sicher genau, wie man bei einem Eduard zum Beispiel auch. Jetzt hier die Landschaft, wie es aussieht. Natürlich ist das alles fiktiv. Das ist ja ein fiktiver Film, aber trotzdem. Einfach sehr schön gemacht. Mustafa besonders. Ist auch sehr interessant. Mit dem Darth Vader sein Palast. Da hier Darth Vader. Da. Das ist der echte Zeichen, also die echte Darstellung des Palastes. So etwas, wenn man mocken will, kann eben so ein Buch sehr hilfreich sein. Er hat das zum Beispiel, glaube ich, für den Tower, glaube ich, hat er da draus gezeichnet. Gebaut. Gemockt. Wenn was da ist. Scarif, ja, aus Scarif, genau. Bei Scarif hat er. Nein, nicht den Palast. Er hat ja die Landschaft dargestellt in einem seiner Videos. Hier sieht man den Tower. Das ist schon extrem. Hier auch sehr schön gemacht. Das ist die Orbitalstation, also diese riesige Station im Weltall draußen. Oh, das sind wirklich schöne Bilder zum Teil. Das meiste ist gezeichnet, aber es gibt auch Bilder. Habe ich gesehen. Das meiste ist wirklich Artwork. Alles gezeichnet hier auch. Sehr schön gemacht. Ja, jetzt zeige ich nicht alles und so. Würde das Video extrem lang sein. Aber es ist wirklich wunderschön gemacht zum Teil. Hier der Todesstern und zum Schluss noch, wenn er aufgebaut wird. Ja, das war das erste. Ja, der Schluss sieht dann so aus. Also die Deckel vom Buch. Und das ist das Einband. Das ist ja auch über Sternzerstörer, über Scarif, da über diese Stadt. Scarif, Jedi. Ah, ich kann mich diesen Namen nicht richtig aussprechen. Und hier sieht man natürlich den Preis. Der hat 40 US-Dollar gekostet. 49 knapp 50 kanadische Dollar und 25 Pfund. Der ist eben aus den USA gekommen. Und dann ist das hier, das ist natürlich, der Film selbst ist nicht so gut. Aber wie gesagt, die Zeichnungen dazu sind einiges sehr schön gemacht. Und da gibt es, wie gesagt, Sachen, die im Film überhaupt nicht gekommen sind, also dargestellt wurden. Es gibt viele Sachen, die ich da finde. Laserschwert zum Beispiel, wie das aussehen, verschiedene Arten. Das ist also der Kristall da. Der Cyberkristall, wie es heißt.
Das steht hier auch. Das ist alles auf Deutsch. Da auch wieder eine schöne Landschaft. Ein Millennium-Falken. Also das ist eben schon... Das inspiriert sehr, zum Beispiel ein Muck. Besonders für Leute, die Star Wars gerne haben. Kann man da draus sehr schöne Muck machen. Auch hier. Auch AT-AT. Das Unterwasser. Ich habe immer so trockene Finger. Ich habe die Blätter nicht. Das auch, das ist ein schönes Schiff. Sehr interessant. Das ist der Schrottplatz. Also das, oder? Nein, das ist kein Wasser. Das ist nicht der Wüste. Es gibt vieles, wo ich gar nicht vom Film kenne. Auch diese, ich glaube, diese Truppen gab es nicht. Das sind, glaube ich, auch Konzeptzeichnungen verschiedener Truppen. Wie Stunt-Truppen so aussehen könnten. Aber die zum Teil sind jetzt gar nicht im Film vorgekommen. Das müsste, glaube ich, Yoda sein mit Bart, aber ich weiß noch nicht gesehen. Hier auch wieder schön dargestellt. Ein Sternschiff, der abgestürzt ist. Da auch wieder so. R2D2, also. Wie heißen die? Diese Droiden da. Die fliegen da. Da auch wieder Schiffe. Ja, wie gesagt, von Zeichnungen her. Ist das einiges super gewesen hier auch, denn das ist ja der Planet, wo da Dings dann Laser gehabt hat. So, Illum, oder wie heißt der Planet? Ilium, glaub's, Ilium, genau. Jetzt ist mein Sinn gekommen. Wie ist der Planet? Da auch wieder schön dargestellt. Ah, fantastisch. Das auch da wieder. Wie gesagt, das ist, der Bücher ist fast besser als der Film selbst. Also. Wenn man jetzt so die Bilder sehen, oder? Es gibt viele Sachen, die bei dem Film gar nicht herausgekommen sind oder gezeigt worden sind. Das schon, das kenne ich. Aber es gibt Sachen, wo... das ist sehr wahrscheinlich... Argent. Anakin. Seltsam sieht er da aus. Da auch wieder Sachen... Die sind die nie im Film vorgekommen, solche Läufer. Also ich habe sie nicht gesehen. Das ist auch sehr schön gezeigt. Ja, das ist... extrem, also eben zum Mock bauen. Hier gibt es auch Front-Hinteransicht, Seitenansicht von dem X-Wing. Das hilft zum Beispiel auch, wie man ein Schiff bauen kann. Es gibt doch, glaube ich, auch ein Blueprint vom Gebäude, habe ich mal gesehen. Aber jetzt weiß ich nicht mehr wo. Von BB-8. Ja, das war so. Jetzt weiß ich ja nicht mehr. Kylo Ren. Han Solo. Wie alt aussieht.
Ah, hier ist es. Das muss es ein Gebäude sein. Eine Inneraussicht vom Gebäude. Und das müsste. Was ist das? Ich sehe, das ist viel zu klein geschrieben. Also, da gibt es mehrere andere Bilder. Ein Geier oder was das sein sollte. Ja, es ist wirklich ein sehr schönes Buch. Und es gibt mehrere solche. Ich glaube, für jeden Film, Snoke ist auch hier drauf, für jeden Film gab es solche Bücher, die rausgekommen sind. Aber leider habe ich sie nicht mehr alle gekauft. Ich wollte noch später mal die anderen noch kaufen, aber bin ich wieder dazu gekommen. Hier auch wieder eine Blaupause von verschiedenen Räumlichkeiten, oder was ist das? Gebäuden. Ja. Aha, das ist Starkiller. Das ist ein Vergleich. Ja, wenn man so etwas mocken will, ist hier eine Blaupause sehr interessant. Das habe ich zum Beispiel für die Weidwille, die ich gebaut habe, habe ich da auch im Internet eine Blaupause genommen, um die einzelnen Räume so realistisch zu gestalten wie möglich. Und eben solche Blaupausen sind wirklich sehr hilfreich zum Mocken und so. So, das wäre es gewesen. Der hat. Da hat das nicht viel drauf. Das sieht er fast besser mit einem Band drauf. Und der hat 49,90 Euro gekostet. Das ist in Deutschland D. Ja, wie gesagt, der Film selber ist auch für mich nicht unbedingt großartig. Rogue One ist wiederum wieder gut gewesen als Film. Der war es wirklich gut. Wenn auch einer der besten, würde ich fast sagen. Und eben diese zwei Bücher können eben helfen, zum, wenn man einen Mock oder mehrere Mock bauen will. Auch wenn man solche Protagonisten oder diesen Android bauen will, gibt es hier die Möglichkeit. Und da gibt es Sachen und Raumschiffe, die überhaupt nie im Film vorgekommen sind. Und eben diese Bücher habe ich alles über Amazon gefunden. Ich weiß nicht, ob sie noch erhältlich sind, vielleicht schon. Also das erste ist eben The Art of Rogue One, eine Star Wars Story, geschrieben von Josh Kuschinsk. Das zweite ist The Art of Star Wars, Erwachen der Macht. Und Text ist Philipp Skostatska, diesen Namen. Und Rick Charter. Vorwort von Rick Charter. Also die heißen allgemein immer The Arts of Star Wars, müsste es erscheinen. The Arts of Star Wars, da kann man über die verschiedenen Bücher, also Filme dann rausholen. Und er hat, glaube ich, er hatte, glaube ich, mehrere, glaube ich, vier oder fünf, hatte diese zwei, plus, glaube ich, zwei oder drei andere, ich weiß nicht. Ich habe das noch vor langer Zeit schon gesehen. Und er hat mir dann eben das erzählt und das hat mich auch neugierig gemacht. Ich wollte auch mal Mock bauen von Star Wars und habe ich diese zwei Bücher gekauft. Ich habe, glaube ich, bis jetzt nur etwas Kleines draus gemacht. Also nicht Großes auf eine 32 Platte habe ich von Rogue One zwei Sachen mal gebaut. Jetzt weiß ich nicht mehr, was es genau war. Das war schon so relativ lang, wo ich das Buch bekommen habe.
Das ist, wo der Film vor kurzem schon draußen war. Ein paar Monate später habe ich diese Bücher, also zuerst das und dann das andere Buch gekauft. So. So, meine lieben Freunde, das war's. Ich habe eben diese zwei Bücher gezeigt. Heute habe ich einfach einen Sprachfehler. Wenn jemand sich interessiert jetzt über diese Bücher, wie gesagt, über Amazon kann man diese sehr wahrscheinlich noch heute kaufen. Vielleicht nicht alle, im Großteil vielleicht schon noch. Die heißen ja, wie gesagt, The Art of Star Wars. Und da gibt es eben verschiedene Filme. So, das war's. Wie immer, bleibt mir gesund und ciao! We'll be right back.